night with you. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Guido. Ich gehe heute mit euch wieder zusammen auf Geocaching-Tour. Habt ihr gesehen, bei uns oben im Allgäu, da schneit's und hier regnet es ein bisschen. Schaut mal, da ist ein Pferdehof. Erstmal möchte ich alle neuen Abonnenten begrüßen. Grüße gehen raus. Und endlich ist wieder Freitag, Wochenende. Lasst gleich mal ein Abo da. Das kostet nichts. Ich sag's gleich mal am Anfang. Und wir suchen. Wir sind ganz in der Nähe von Cache. Oh, das Wetter ist echt miserabel. Es ist echt. Eine Säge gefunden. Ich zeig's euch mal. Wir suchen. Schaut mal, was ich mache in der Säge. Aber sonst noch nichts weiter. Wir schauen uns um. Nach was suchen wir denn? Oh, es fängt stärker an zu regnen. Ja, hier muss es irgendwo sein. Es tropfelt von den Bäumen. Wir suchen mal ein bisschen. Bis gleich. So, schaut mal. Ich habe geschaut, hier sind noch 2 Meter. Also muss er hier irgendwo sein. Hier haben wir ja schon die Säge gefunden. Und sowas wie ein Handfeger. Aber ich habe überall geschaut und die Bäume bewegt und dann jetzt haben wir ihn gefunden. Schaut mal. Oh, was ist das? Achso, das kann ich so raus. Haben sie festgeschraubt in drinnen den Deckel. Seht ihr das? Da drinnen. Alter, unser erster Cash für heute. Logbuch. Locken wir uns natürlich gleich ein. Letzte Seite haben sie uns freigelassen, eine. Also bei uns, boah, es hat 2 Grad. Boah, ist nicht schön. Schaut mal. Okay, wir verstecken ihn wieder. Und dann zurück zum Cache-Mobil. Unser erster Cache. Weg hier, ins Auto. Aber kein Wetter hält uns ab vom Cachen. Zurück. Versuchen nicht so dreckig zu machen. Hier sind wir irgendwo in der Nähe von der Kiesgrube. Nennt sich das hier hinten. Und dann suchen wir den nächsten Cache. Wir sehen uns gleich wieder. Bleibt dran. So, da unten steht Cache-Mobil. Über die Wiese drüber. Hier auf den Wegrand hoch. Bin ich fertig. Jetzt sind wir ganz in der Nähe. Ungefähr noch 50 Meter am Waldesrand muss er liegen. So, hier ist eine Bank. Da wird sie bestimmt hier sein irgendwo. Wir suchen und suchen. Dann gucken wir an den Baum. In den Löchern drin. Gehen wir mal da runter oder hinter uns am Baum. Aber ich sehe hier nichts, das ist ja schon mal, sonst würde man so Spuren sehen, dass da schon welche runtergelaufen sind und zerwühlt. Und da sieht es nicht so zerwühlt aus. Also bleibt dran, ich gehe mal runter. Gesucht, nichts gefunden. Haben wir gedacht, auf geht's zum nächsten. Immer wieder berghoch, berghoch. Warum nur? Hände werden auch langsam kalt. Ja, kein Wunder bei 2 Grad. Ich hoffe, wir laufen richtig und wir finden nachher unser Cache-Mobil wieder. Schreibt mal in die Kommentare, ob es bei euch auch schon schneit oder wie das Wetter ist. Könnt ja Emoji machen, eine Wolke mit Regen oder Schnee, eine Schneeflocke.
So, jetzt sind wir angekommen, mitten im Wald, 3 Meter. Schaut mal, vielleicht da drinnen? Nein, okay. Weiter suchen. Hier sind Taschentücher. Also war hier schon mal jemand. Hier ist es eigentlich relativ kahl. Irgendwo um Baum drumherum. Hier ist ein weißer Stein. Der ist sehr auffällig. Aua, jetzt wäre ich fast über eine Wurzel gestolpert. Seht das da hinten? Da ist wie so ein Tipi gebaut worden. Es ist brutal glatt. Also treiben sich hier auch viele Kinder rum. Ich hoffe, er ist nicht geschnickt worden, der Cache, wenn sich hier die ganzen Dorfkinder rumtreiben. Okay, wir suchen noch ein bisschen und ich melde mich wieder. 1 Meter, okay. Dann haben wir ein bisschen falsch gesucht. Hier ist auch ein Loch. Irgendwo am Baum hängt nichts. Also die vorigen haben auch nicht gefunden. Die haben geschrieben, vielleicht ist der Cache geschnickt worden, geklaut, weg. Wir haben auch wieder so 20 Minuten gesucht. Wir suchen einfach den nächsten. Also, wir gehen weiter. Ich nehme euch mit. Bis gleich. Auf dem App geht das noch 7 Meter. Wir müssen irgendwo da in den Wald rein. Folgt mir einfach. Nein, ich hab's gefunden. Ah, schön. Super. Unser zweiter Cache heute endlich. Na, wenigstens ist der mal gut zu finden, sagen wir mal.